Hallo, lieber Krebs, und willkommen zu deiner neuen Monatslegung für den November 2023. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist, und ich hoffe natürlich auch so wie immer, dass es dir richtig gut geht. Solltest du jetzt bei mir ganz, ganz neu sein auf dem Kanal, dann begrüße ich auch dich ganz herzlich. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. So, lieber Krebs, wie immer stelle ich dir erst einmal das Kartendeck vor, was du vor dir siehst. Ich verwende hier für dich, das ist das. Das ist ein französisches Tarotdeck. Das schaut auf jeden Fall so aus. Das Einzige, was ich hier aussprechen kann, ist Tarot 7 und ja, Le vielleicht noch. Der Rest wird ja ebenfalls auch ganz, ganz anders ausgesprochen. Genau. Und wenn ich dann durch bin, also wenn ich dann die 5 Karten für dich dann habe rausspringen lassen, mache ich das dann diesmal im Anschluss so, dass du dann noch ebenfalls eine Hauptenergie von mir bekommst für den Monat November, und zwar aus dem ätherischen Alchemist-Tarot. Ja? Ja, eine kleine Veränderung diesmal. Jetzt würde ich sagen, lieber Krebs, schau mir doch ganz einfach mal, was im November auf dich zukommt, womit du konfrontiert wirst und was ebenso auch die wichtigen Hinweise sind für dich. Denk bitte daran, das hier ist eine ganz allgemeine Legung. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Wenn du also irgendwann im November, ja genau, im November feststellst, okay, da ist nichts eingetroffen, es war überhaupt nicht stimmig, dann lass dann bitte los und mach das nicht noch irgendwie passend, ja? Okay, so, Krebs, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Nee, ihr kommt zurück. So, okay. Krebs, Sonne, Mond, Aszendent, Venus, November. Was bringt jetzt der kommende November dem Kollektiv der Krebser? Schauen wir uns das doch mal an. Was bringt jetzt der November dem Kollektiv der Krebser? Nee. November Krebs, was bringt? Okay, Nummer 1. Bitte noch weitere Einsichten für die Krebse im November. Noch 2 Karten bitte, noch 2 Karten. Für die Krebse im November. Noch eine Karte bitte, noch eine Karte für die Krebse. Alles klar. So, das Ganze rücke ich jetzt erstmal ein kleines bisschen weiter nach unten. Und jetzt habe ich dir ja schon gesagt, bekommst du eine Hauptenergie noch für den Monat November. Schauen wir doch mal, was ist die Hauptenergie? Was ist das große Hauptthema der Krebse im Monat November? Schauen wir uns das mal an, lieber Krebs. Was ist die Hauptenergie? Das große Hauptthema der Krebse im November. Okay. So. Dann würde ich sagen, lieber Krebs, fangen wir doch ganz einfach mal an. Ich lasse es ganz einfach jetzt erstmal hier so liegen. Das Ganze lege ich ja dann sowieso noch ganz ordentlich ins Bild. Genau. Also beginnen wir mit deiner Hauptenergie für den Monat November, lieber Krebs. Und da hast du die Energie, okay, die 3 der Kelche. Bei den 3 der Kelchen kann es hier durchaus um eine Feier gehen. Es kann bedeuten, dass eine Feierlichkeit auf dich zukommt, dass du zum Geburtstag eingeladen bist, dass hier vielleicht auch eine Hochzeit stattfindet, so etwas in der Richtung. Aber generell kann man ebenfalls auch sagen, ja, bei den 3 der Kelchen ist es so, dass man da auf jeden Fall Grund hat zum Anstoßen, weil sich hier etwas, das er gut entwickelt hat, weil sich etwas ereignet hat sozusagen. Ja, das ist immer so die Energie von, ja, man hat ja auf jeden Fall Grund zum Feiern. Ja, also man stoßt hier auch an mit Sekt, ja, in der Regel mit Wein oder mit Sekt oder mit was auch immer. Genau. Und das ist einfach auch die Dankbarkeit für sehr, sehr gute Entwicklungen. Ja, also kann es hier wirklich sein, dass du, lieber Krebs, im Monat November auf jeden Fall Grund haben könntest zum Feiern. Manchmal allerdings kann es auch sein, dass es hierbei um betäubende Substanzen geht, dass man sich hier ablenken möchte mit Feiern, mit ja, sehr viel Feiern gehen, sehr viel Social Media, so viel Fernsehen. Ja, so etwas in der Rolle kann jetzt hier auch der Fall sein. Und manchmal kann es auch bedeuten, dass die 3 der Kelche auch für eine Dreieckskonstellation stehen können. Ja? Was ich auch noch sagen wollte zu den 3 der Kelchen, dass es hier auch um Freundschaften gehen kann oder deine Umgebung, andere Menschen. Ja?
Okay, so viel schon mal dazu. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal die Karte jetzt hier drunter an, weil die zählt nämlich auch dazu. Da haben wir für dich die Karte der Stärke. Okay, lieber Krebs, da habe ich das Gefühl, dass du ebenfalls mit Menschen umgeben bist oder dich mehr mit Menschen umgibst, die dir wirklich Kraft geben, die dich unterstützen, ja, und nicht länger auch mit Menschen, die dich runterziehen, ne? Also das ist die Energie, die ich jetzt ganz, ganz klar wahrnehme für einige von euch. Aber grundsätzlich steht die Karte ebenfalls für Selbstvertrauen, für Leidenschaft, deine Vitalität auch irgendwo. Ja, so grundsätzlich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schöne Hauptenergien für dich im November. Die Wahrscheinlichkeit ist also wirklich sehr, sehr hoch, dass du hier also auch wieder in deine Kraft kommst. Ja, und ebenfalls dich nun auch mit Menschen umgibst oder generell Dinge tust, die dir hier wirklich Kraft geben. Ja, okay, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns an, was jetzt alles rausgefallen ist. Aber zuerst gucke ich mir die Karte drunter an und da haben wir für dich im November. Okay, da haben wir jetzt hier für dich die drei der Schwerter. Bei den drei der Schwerter, lieber Krebs, geht es durchaus um Kummer, es geht um Herzschmerz. Ja, also es kann hier ebenfalls aber auch bedeuten, dass du eine Nachricht bekommst oder ebenfalls bekommen hast, die auf jeden Fall Kummer bereiten kann oder Kummer bereiten wird oder Kummer bereitet hat, so etwas in der Richtung, ja. Bei den drei der Schwertern ist es auch so, dass es an der Zeit ist, vielleicht einfach mal umzudenken in Bezug auf eine bestimmte Situation. Wir haben hier ebenfalls auch eine weitere drei. Ja, und die Zahl 3 kann jetzt also für dich im November wichtig sein. Vielleicht der 3. November, der 12., der 21. oder vielleicht auch der 30. Ja, das könnte jetzt, also diese Daten oder Datums könnten jetzt für dich im November eine große Rolle spielen. Oder es kann lediglich auch bedeuten, lieber Krebs, dass du vermehrt im November die Zahl 3 siehst. Dann steht die Zahl auf jeden Fall ja, in Tarot für die Herrscherin. Und da geht es um Selbstliebe. Da geht es um Selbstliebe. Es geht um eine Erdverbundenheit, dass man sich ebenfalls auch sehr, sehr gut auch um sich kümmert. Ne? Dass man sagt, okay, ich bin jetzt für mich da, ich ziehe mich zurück in die Natur, ich sorge gut für mich, ich gönne mir auch mal etwas. Ne? Also das sind so Themen, die da für dich eine Rolle spielen im Monat November. Aber hier haben wir auf jeden Fall schon das Thema Kummer und Herzschmerz. Ne? Was haben wir drunter? Die Königin der Kelche. In der Regel ist es auf jeden Fall deine Energie. Also hier sieht man auf jeden Fall, lieber Krebs, ja, es geht hier um Verletzungen. Ne? Es geht hier ums Fühlen bei dir sehr, sehr stark, weil die Königin der Kelche, das ist eine, die fühlt, die äußert ihre Emotionen, die zeigt ihre Emotionen. Und darum wird es auf jeden Fall für dich gehen im November. Es kann ebenfalls natürlich auch ein Gegenüber eine Rolle spielen. Ja. Das auf jeden Fall. Wir gucken mal, was jetzt hier alles rausgefallen ist für dich, lieber Krebs. Ich beginne mit der ersten natürlich. Und da haben wir für dich, das ist der Ritter der Münzen. Bei dem Ritter der Münzen, lieber Krebs, geht es auf jeden Fall um Zuverlässigkeit, es geht um Treue, Loyalität auf jeden Fall. Und ebenfalls geht es auch darum, in gewisser Weise, ja, es geht um Stabilität, es geht um Sicherheit, aber ebenfalls auch darum, seinen Schritt in gewisser Weise zu verlangsamen, ja? Weil der Ritter. Das ist für mich persönlich die langsamste Karte im ganzen Deck. Ja, also kann es hier durchaus sein, dass sich hier gewisse Dinge sehr, sehr langsam entwickeln. Oder generell geht es ja durchaus ebenfalls um Zuverlässigkeit, um Treue. Ne? Und mit den drei der Schwertern kann es hier durchaus sein, dass es hier in gewisser Weise um Verrat und ebenfalls um Betrug gehen kann. Ne? Und wie gesagt, die drei der Kelche, habe ich dir gesagt, stehen mitunter auch für Dreieckskonstellationen. Ne? Dass einige von euch es mit so etwas zu tun haben. Okay, wir gucken mal direkt weiter. Dann haben wir als nächstes für dich, lieber Krebs. Das ist die Königin der Schwerter. Okay. Du kannst es hier eventuell mit einer Königin der Schwerter zu tun haben. Das Thema Treue, Loyalität hat hier also, spielt hier in gewisser Weise schon eine Rolle. Es kann auch ein König für dich sein, also eine männliche Person, ne? Geschlechter bitte neutral betrachten, ne? Aber hier haben wir auf jeden Fall eine Königin der Schwerter. Ein Gegenüber hier auf jeden Fall. Ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass das du sein könntest. Schon bei einigen von euch, aber ich habe auch das Gefühl, dass es ein Gegenüber darstellen kann. Und zwar spielt in gewisser Weise das Thema Treue, Loyalität und Ehre irgendwo in gewisser Weise eine Rolle. Dadurch, dass wir hier ebenfalls auch die drei der Schwerter haben, kann es durchaus sein, dass hier ein Vertrauen missbraucht wurde, dass es jetzt zu einer Art Verrat kommt oder kam. Ja, das kann hier wirklich eine Rolle spielen. Grundsätzlich sollte das jetzt hier wirklich deine Energie sein, lieber Krebs, dass du im November in der Energie der Schwertkönigin bist. Dann kann es durchaus sein, dass du
angeleitet wirst, deine Gefühle zu fühlen, weil die Königin der Schwerter, die wirkt mitunter sehr distanziert und ebenfalls auch relativ kühl. Ja, und das ist ebenfalls auch eine, die entfernt alles aus ihrem Leben, was ihr nicht länger dient, wo sie merkt, okay, das dient mir nicht, das tut mir nicht gut. Ne? Vielleicht ist es auch wirklich so, lieber Krebs, dass du im November dazu aufgerufen bist, dein Umfeld nun ganz, ganz neu zu wählen und dich hier wirklich mit Menschen umgeben, die dir hier wirklich Kraft bringen. Ja, oder generell wirklich Dinge ebenfalls auch tun, unabhängig jetzt von Menschen, die dir einfach wirklich Kraft spenden. Ja, also das wird für viele von euch hier auf jeden Fall eine Rolle spielen im Monat November. Na? Okay, als nächstes haben wir für dich, das ist, lass mich kurz gucken, das ist die Sonne. Oh, das ist eine sehr, sehr schöne Energie. Hier geht es auf jeden Fall um Lebensfreude, es geht um Kraft. Es geht um Fröhlichkeit, es geht ja an sich wirklich auch darum, ja, es geht ja um sehr, sehr gute Ereignisse, ja. Lebensfreude, Energie, wo ich das Gefühl habe, ja, du kommst auch wieder in deine Energie. Mit der Sonne und auch mit der Kraft haben wir also ebenfalls auch doppelte Löwe-Energie, lieber Krebs. Kann jetzt also bedeuten, dass du es mit einem Löwen zu tun hast, Sonne, Mond, Aszendent. Löwe hätten wir hier, wir hätten jetzt hier Zwillinge, Waage, Wassermann. Energie hier auf jeden Fall. Mit solchen Menschen könntest du es hier auf jeden Fall zu tun haben. Aber generell natürlich die Sonne ist einer der besten Karten, die man überhaupt haben kann, wo ich also auch wiederum das Gefühl habe, lieber Krebs, dass du hier wieder schöne Zeiten hier auf jeden Fall haben wirst. Und dafür sprechen ja auch die drei der Kelche. Ja, Grund zum Feiern, man kommt wieder zurück in die eigene Kraft, man traut, also man ist wieder in sein Selbstbewusstsein. Also das sieht man hier ebenfalls auch. Ne? Und ebenfalls auch, dass du in der Energie der Schwertkönigin bist und wirklich sagst, okay, ich setze Grenzen und ich toleriere nun nichts Geringeres mehr als das, was ich wirklich verdiene. Ja, also diese Energien nehme ich ja ebenfalls wahr. Ja, ich spüre ebenfalls auch Heilung. Es ist einiges an Heilung geschehen, gerade jetzt auch im Oktober bei vielen von euch. Und jetzt habe ich das Gefühl, es wird langsam, aber sicher wieder erstens einfacher werden und zweitens, dass du wirklich sagst, okay, ich komme jetzt an meine Kraft, ich traue mir selber sehr, sehr viel zu und ich verdiene das Beste. Ne? Was haben wir hier? Das sind die drei der Stäbe. Da geht es wirklich um Zuversicht, es geht um Optimismus, es geht wirklich darum, ja, vielleicht hast du vor zu verreisen. Vielleicht hast du gewisse Erwartungen an ein Gegenüber. Das kann auch der Fall sein. Ne? Oder du erwartest zukünftig wirklich auch nur noch das Beste. Ne? Etwas Gutes kommt ja ebenfalls auch auf dich zu, habe ich das Gefühl. Noch kann ich das Ganze ebenfalls noch nicht so ganz greifen. Auf jeden Fall, die drei der Stäbe sprechen auf jeden Fall, lieber Krebs, schon davon, dass du auf jeden, dass es grundsätzlich auf jeden Fall langfristig gesehen sehr, sehr gut aussieht, aber in gewisser Weise noch Geduld erforderlich ist. Ja, für Geduld, also die Geduld, ja, die Kraft steht ebenfalls auch für die Geduld. Na, also kann es hier wirklich bedeuten, dass in deiner Situation in gewisser Weise schon Geduld erforderlich ist. Langfristig gesehen sieht das Ganze hier sehr, 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 sehr gut aus für dich. Ja, okay. Was haben wir hier für dich? Das sind die, lass mich mal ganz kurz zählen, die acht der Stäbe. Gute Neuigkeiten auf jeden Fall. Gute Entwicklungen, schnelle und auch sehr gute Entwicklungen. Eine positive Nachricht könnte ebenfalls auch auf dich zukommen, wo du Grund hast zum Feiern, lieber Krebs. Ne? Wo du Grund zum Feiern auf jeden Fall hier hast. Das wird hier auf jeden Fall auf dich zukommen, auf einige von euch. Ja, eine positive Nachricht kommt hier auf dich zu. Wenn noch nicht im November, dann auf jeden Fall irgendwann auch. Das sieht man hier auf jeden Fall. Ne? Wir haben hier schon bei dir sehr, sehr starke Feuerenergie. Durch die Sonne, durch die Stäbekarten jetzt hier und ebenfalls auch durch die Kraft, wo ich wirklich den Eindruck habe, dass die Dinge sich ebenfalls nun auch schneller bewegen. Ja, ich meine, ja, ganz ehrlich, wir haben jetzt hier noch den Ritter der Münzen und ich habe dir gesagt, das ist eine sehr, sehr langsame Energie, aber trotzdem sehe ich hier, auf lange Sicht gesehen sehr, sehr gute Entwicklungen. Ja, also trotzdem nehme ich hier wahr, es kommt eine positive Nachricht auf dich zu, wo du auf jeden Fall Grund haben wirst zur Freude, zum Feiern auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. Lieber Krebs, jetzt verwende ich für dich als nächstes das Star Codes Astro-Orakel. So. Okay, schauen wir mal. Krebs, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was kommt noch im November auf die Krebse zu? Was bringt der Monat November noch dem Kollektiv der Krebse? November.
November Krebs. Bitte weitere Einsichten, weitere Hinweise jetzt für die Krebser. Die wollte auf jeden Fall. Weitere Botschaften bitte für das Kollektiv der Krebser im November. November Krebs. Huch. So, eine noch bitte. Eine Karte noch. Oh, jüjüjüj. Okay, oh, die sehe ich schon vor mir. Deswegen würde ich sagen, dass ich damit beginne. Okay, lieber Krebs, wir haben jetzt hier für dich die Steinbock-Energie. Also, ja, zum einen kann es bedeuten, dass du es hier durchaus mit einem Steinbock zu tun hast. Oder vielleicht hast du gewisse Steinbock-Anteile, bist zum Beispiel Aszendent-Steinbock oder hast Mond im Steinbock. Ja, das kann es ebenfalls bedeuten, aber generell steht die Karte Steinbock dafür, dass etwas erreicht wird. Sie steht für Leistung und die Energie steht ebenfalls auch für harte Arbeit, für Geduld und ebenfalls auch dafür, dass man nicht aufgeben darf. Ja, in gewisser Weise ist das schon eine sehr strukturierte, eine sehr regelliebende Energie und ebenfalls auch eine recht ernste und strenge Energie. Ja, und strenge nehme ich jetzt hier mit den drei der Kelchen jetzt nicht unbedingt wahr, aber durch die Steinbock-Energie habe ich wirklich das Gefühl, dass die Karten dir sagen möchten, ja, in einer Situation ist ja auf jeden Fall Geduld erforderlich, das nehme ich wahr. Ja, positive Nachrichten kommen auf dich zu. Ja, ebenfalls auch ein neuer Neubeginn, auch vor allem beruflich gesehen habe ich das Gefühl. Aber trotzdem habe ich hier auch, ja, Geduld ist erforderlich, Geduld auf jeden Fall, ne? Und ebenfalls auch habe ich das Gefühl, dass die Energie des Steinbocks dich in gewisser Weise im November repräsentiert. Also, dass du im November durchaus sehr, sehr beschäftigt bist, dass du sehr, sehr hart arbeitest, möglicherweise auch sehr, sehr viel arbeitest, sehr viel tust, um hier etwas Bestimmtes zu erreichen, ja? Okay, was haben wir drunter für dich? Okay, die zeigt sich jetzt hier bei den Sternzeichen bei dir jetzt zum dritten Mal. Ich bin jetzt hier gerade bei dir, also ich gehe ja immer nach der astrologischen Reihenfolge. Und ich glaube, die kam bei Widder, bei Stier, bei Zwilling kam die auf jeden Fall. Bei Stier bin ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du die jetzt auch und Ceres, da geht es um das Nähren. Ja, also hier geht es wirklich darum, dir selber etwas zu gönnen, dich selber mit etwas zu nähren, was dir wirklich auch Kraft gibt. Ja, ebenfalls auch dein Umfeld mit den drei der Kelchen. Das spielt hier für einige von euch im November eine ganz, ganz große Rolle. Ja. Es kann auch ebenfalls bedeuten, dass du sehr, sehr strikt oder auch sehr, sehr streng darin bist, wenn es wirklich darum geht, deine Ernährung umzustellen. Ja, auch das kann damit gemeint sein. Dass du dich da wirklich an Pläne hältst, dass du dich an Routinen hältst, dass du diesbezüglich auf jeden Fall auch sehr, sehr diszipliniert bist. Ne? Also ich sehe einige von euch, ihr seid sehr, sehr beschäftigt, das nämlich wirklich war im Monat November. Entweder wirklich beruflich oder wenn es einfach darum geht, an etwas Bestimmtem zu arbeiten, wie zum Beispiel Ernährungswechsel oder mehr Sport zu treiben. Ja, okay, was haben wir hier? Ja, okay, das die Karte Discomfort, da geht es wirklich um Beschwerden beziehungsweise auch um gewisse Schmerzen. Ja, also es kann ja wirklich bedeuten, dass du in gewisser Weise schon gewisse Schmerzen hast, entweder körperlich oder vielleicht auch mental gesehen, energetisch, emotional, ne, jetzt, ja, man sieht es auch mit den drei der Schwertern hier ebenfalls auch, ne, ja, es spielen ja gewisse Beschwerden bei einigen von euch eine Rolle. Solltest du also gewisse, ja, körperlichen Beschwerden haben, dann geh bitte zum Arzt. Ne, weil ich bin keine Ärztin, ich bin eine Kartenlegerin und genau. Aber man sieht hier auf jeden Fall schon gewisse Beschwerden, schon gewisse Schmerzen in gewisser Weise, ein Unwohlsein. Ne? Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass daran auf jeden Fall gearbeitet wird, dass du daran arbeiten wirst, dass du auf jeden Fall danach gehen wirst und dass ich dann ebenfalls auch wieder Leichtigkeit einstellen kann. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es da wichtig ist, für dich auch Geduld zu haben. Ja, was haben wir hier? Ach, guck mal! Das ist sehr, sehr schön. Ah, in der Quersumme eine weitere 5 haben wir hier auch mit der 14 und der 32, da haben wir die 5. Naja, die Zahl 5 steht in gewisser Weise schon für einen Mangel. Ne, so kann es hier wirklich bedeuten, dass es dir an etwas mangelt. Mangelndes Wohlbefinden, mangelndes Selbstvertrauen, ja, Mangel an Finanzen vielleicht auch. Ne, und da habe ich aber trotzdem das Gefühl, dass daran gearbeitet wird. Das sehe ich mit der Energie des Steinbocks.
Ne? Also daran wird auf jeden Fall gearbeitet. Es kann auch bedeuten, dass dich jemand unterstützt, dass jemand auf dich zukommt und dir wirklich auch Hilfe leistet. Generell geht es hier um den Kamin, ja, und da geht es, das ist so eine Leuchtfeuerenergie. Und da, das ist eine Energie, die spendet dir auf jeden Fall Wärme und Unterstützung und die gibt dir ebenfalls auch in gewisser Weise Halt. Und ich sehe auch, dass du wieder in deine Stärke kommst, dass du auf jeden Fall da dran bleibst, dass du wirklich diszipliniert bist, um hier wirklich, ja, vielleicht zu heilen oder, ja, genau, Heilung zu erfahren. Ja, also das ist auf jeden Fall das, was man hier schon sehen kann. Ja, in gewisser Weise ist Geduld erforderlich, aber trotzdem auch für einige von euch auf lange Sicht gesehen, sieht es hier sehr, sehr gut aus. Und du wirst ebenfalls auch dazu eingeladen, lieber Krebs, sehr, sehr gut auch für dich zu sorgen. Ja, also das wird ebenfalls auch für viele wirklich im November eine große Rolle spielen. Ne? Nicht nur bei dir, sondern auch bei vielen anderen Sternzeichen. Also bei Widder ist es so, bei Stier ist es so, bei Zwillinge und bei dir jetzt auch. Ne? Also ich habe wirklich das Gefühl, dass die Mondfinsternis jetzt im Oktober wirklich einiges angeschoben hat, was jetzt wirklich in die Heilung kommen darf, was in die Veränderung gebracht werden darf. Gerade bei dir, lieber Krebs, weil du hast hier zweimal in der Quersumme die 5 und die Zahl 5, das ist die Zahl der Veränderung. Ja, also hier wird einiges sich verändern. Du wirst einiges verändern. Ne? Weil du jetzt auch immer mehr jetzt, ja, weil du sehr, sehr viel tust, um hier wieder in deine Power zu kommen, auch mit der Kraft jetzt hier, ne? Und deswegen ist es notwendig, dass man sich auch mal gewissen Dingen stellt, die vielleicht auch etwas unbequem sind und vielleicht auch in gewissermaßen auch Schmerzen, ja? Es kann durchaus bedeuten, dass dieser Heilungsprozess oder was auch immer dein Thema jetzt hier ist, erstmal wirklich anstrengend ist. Wenn man hier, ja, am Anfang ist es anstrengend, aber man erreicht ebenfalls dann aber auch gewisse Verbesserungen. Ja, das ist das, was ich hier bei dir sehe. Okay, so, das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, da muss ich mal ganz, ganz kurz überlegen. Ich verwende jetzt als nächstes für dich das Healing Waters Orakel von Rebecca Campbell. Bin ich gespannt, was jetzt hier für Botschaften für dich kommen. Generell die Zahl 5, lieber Krebs, ja, in der Quersumme die Zahl 5 steht ebenfalls auch für den Hierophant im Tarot. Und da geht es um Vertrauen. Es geht wirklich für dich darum, habe ich das Gefühl, sehr, sehr stark Gottvertrauen zu haben, Gottvertrauen zu haben in deinem Prozess. Ja? So, lieber Krebs, es geht jetzt weiter. Ich musste ganz, ganz kurz das Video unterbrechen, weil ich ganz kurz abgelenkt wurde. Aber kein Problem, jetzt geht es weiter, ne? Also, was ich jetzt auch noch sagen wollte, durch die Zahl 10, die du hier hast, ne? Die Zahl 10 der Hohen Arkana, das ist auf jeden Fall das Rad des Schicksals. Und auch da wiederum geht es um Veränderungen. Ja, also bei dir wird sich einiges verändern im November oder beziehungsweise ab November, ab Ende Oktober von mir aus auch schon, ja. Also hier wird sich einiges verändern. Geduld und Vertrauen ist erforderlich. Auf lange Sicht gesehen sieht es sehr, sehr gut aus. Ne? Positive Nachrichten kommen auf dich zu. Okay, wir schauen jetzt weiter, lieber Krebs. Was kommt noch im November auf dich zu? Krebs, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was kommt noch im November auf das Kollektiv der Krebse zu? Krebs, November. Was bringt der Monat November noch dem Krebs? Also du bist das? Okay. Okay, da haben wir die beiden Karten. So, unten drunter hast du folgende Energie. Ja, wir haben jetzt hier für dich die Insel Avalons. Es geht hier eindeutig um Heilung. Es geht um Transformation und es geht um Rückkehr zur Ganzheit. Ne? Also es kommt jetzt auf jeden Fall nochmal eine Zeit der Heilung, Heilung von altem Schmerz, auf jeden Fall auf dich zu. Und dass du wieder zurückkehrst in deine Kraft. Ja, das wird hier auf jeden Fall auf dich zukommen. Ja, man darf sich nochmal gewissen Wunden öffnen, beziehungsweise gewissen Wunden stellen. Also beziehungsweise gewisse Wunden fühlen hier auf jeden Fall mit der Königin der Kelche und auch mit den drei der Schwertern. Ne? Das dient aber auf jeden Fall zur Heilung, lieber Krebs. Ne? Also ich glaube, ich bin gespannt, wie es jetzt noch bei den kommenden Sternzeichen ist. Aber bis jetzt sieht es bei allen wirklich so aus, als ob da wirklich einiges nochmal geheilt wird. Ne? Also die Mondfinsternis und auch jetzt die Sonnenfinsternis hat einiges in Bewegung gebracht. Generell jetzt auch der Oktober. Ne? Und das sieht man hier ebenfalls jetzt auch noch im November. Okay, also rechne hier auf jeden Fall mit, ja, Transformationen. Ja,
Denk auch bitte daran, lieber Krebs, das alles, dieser ganze Prozess, das ist für dich. Ja? Okay, jetzt haben wir hier für dich die Karte. Okay, es geht ja also ebenfalls um Beziehungen und etwas kommt hier zusammen. Also, ja, es geht hier ebenfalls auch um das Gro ja, es geht hier ebenfalls auch um Großzügigkeit, ne? Es geht um Großzügigkeit. Freundschaften spielen hier eine Rolle, Verbindungen, Beziehungen spielen hier auf jeden Fall eine Rolle. Gute Nachrichten, eine Nachricht bekommst du eventuell von einem Freund, guter Freundin, gute Zeiten mit Freunden, das sehe ich auch auf jeden Fall auf einige von euch. Oder du und dein Partner, ihr findet auch auf jeden Fall auch wieder vielleicht zusammen, nachdem man sich vielleicht ja, so ein bisschen voneinander abgeschnitten hat, wo jeder so sein Ding vielleicht auch gemacht hat, dann kommt ihr ebenfalls auch wieder zusammen. Also ich habe auch das Gefühl, ja, Beziehungen werden ebenfalls auch wieder geheilt. Das ist das, was ich spüre bei einigen von euch. Beziehungen, Freundschaften erfahren Vergebung und ebenfalls somit auch ebenfalls Heilung. Ja, das ist das, was ich hier ebenfalls wahrnehme bei euch. Interessant. Was haben wir hier für dich? Ja, auch wieder hier drei, mehrere. Ja, also es geht eindeutig bei dir um Beziehungen. Aber hier wird auf jeden Fall gesagt, mit den Sirenen, nutze deine Stimme. Expansion und es geht ja auf jeden Fall auch um Freiheit. Es kann durchaus sein, dass du jetzt mehr oder weniger dazu aufgerufen bist, lieber Krebs, im Monat November deine Wahrheit auszudrücken, dich so immer mehr auszudrücken, wie du wirklich bist, dein authentisches Selbst, weil du hast ja hier ebenfalls auch die Königin der Schwerter, die für dich im November eine Rolle spielt. Und die Königin der Schwerter, lieber Krebs, die ist sehr, sehr authentisch. Ja? Also, das wird auf jeden Fall auf dich zukommen im November, dass du immer authentischer wirst, dass du immer wieder ja, dass du immer mehr zu dir zurückfindest, wieder in deine Kraft kommst, ja, und ebenfalls und auch dich gegebenenfalls auch wirklich befreist von allem, was dir einfach auch nicht mehr dient. Ja, möglicherweise befreist du dich aus einem Umfeld, was dich runterzieht oder von einem Job, wo du nicht genügend verdienst oder was auch immer jetzt hier wirklich dein Thema ist. Ja, ich habe das Gefühl, bei vielen von euch ist es vor allem auch beruflich. Ne? Aber auch in der Liebe, das ist bei jedem von euch, wie gesagt, wirklich jetzt einfach unterschiedlich. Ne? Andere Botschaften für andere Krebse, sage ich jetzt ganz einfach mal. Okay, das letzte Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, lieber Krebs, das ist das Schutzengel-Tarot von Doreen Virtue. So, schauen wir doch mal, was dir die Schutzengel noch sagen möchten im Monat November. Ja, also ich habe auch das Gefühl, bei einigen von euch kann es auch sein, dass eine Verbindung zu einem bestimmten Menschen ebenfalls auch wirklich heilen wird, zu einer eventuellen Königin der Schwerter. Ja, da geht es hier um Vergebung. Vielleicht erhält diese Verbindung auch eine zweite Chance, das ist durchaus auch möglich. Eine Verbindung erfährt eine Transformation. Das wird auf jeden Fall kommen. Okay, was ist die Botschaft der Schutzengel für den Krebs? Was ist die Botschaft der Schutzengel für die Krebse im November? Okay, was sagen denn die Schutzengel? Krebs November. Was ist die Botschaft der Schutzengel? Okay, da haben wir sie. So, da haben wir jetzt hier für dich die Karte. Warte mal ganz kurz. Der Stapel muss jetzt mal hier kurz die Seite. Die Zahl 19, das gibt's nicht. Du hast eine wiederholende Karte. Das ist die Sonne. Und die hast du hier im Zentrum. Wow. Positive Beachtung. Gratulation. Deine Pläne haben sich wunderbar entwickelt. Und jetzt ist die Zeit für dich gekommen, dein Licht erstrahlen zu lassen. Brillante neue Ideen werden sich dir präsentieren. Der Erfolg ist dir so gut wie sicher. Bringe deine Wahrheit offen und ehrlich zum Ausdruck in dem Wissen, dass die Menschen in deiner Umgebung vertrauenswürdig sind. Sei offen für unerwartete Gelegenheiten. Also Krebs, das ist echt der Hammer. Ja, Gratulation. Hier wird sich etwas auf jeden Fall ereilen. Es wird auf jeden Fall Grund geben zum Feiern. Etwas wirst du hier schaffen. Ja, und sei es in Anführungszeichen nur, dass du heilst, dass du etwas ein für alle Mal verarbeitet hast. Ja. Oder aber eine Verbindung erfährt die nächste Stufe, wie zum Beispiel eine Art Verlobung oder man versöhnt sich auch mit jemandem. Das ist durchaus auch möglich. Aber man sieht hier, sehr, sehr gute Nachrichten kommen hier auf jeden Fall auf dich zu. Etwas Wunderbares wird sich hier auf jeden Fall ereignen. Also ich weiß nicht, was ich dazu jetzt wirklich noch sagen soll. Ja.
Also trotzdem, wenn du jetzt auch immer noch mit gewissen Schmerzen und auch mit Kummer und Beschwerden und so weiter zu tun hast, auch da habe ich das Gefühl, ja, erstens mal denke positiv, das ist ganz wichtig, aber zweitens, als wird sich alles hier sehr, sehr gut für dich entwickeln. Ja? Okay, drunter die Karte zählt natürlich auch noch und da hast du, das ist die Acht der Emotionen, okay, das passt, das sind die Acht der Kelche. Du fühlst eine tiefe Sehnsucht nach etwas Sinnvollem in deinem Leben. In deinem Herzen weißt du, dass es da draußen in der Welt mehr gibt, das auf dich wartet. Es mag an der Zeit sein, eine andere Karriere anzustreben, in ein neues Haus oder eine neue Stadt umzuziehen oder andere wichtige Veränderungen in Angriff zu nehmen. Das gibt's nicht, das habe ich dir gesagt, ne? Veränderung. Tue, was richtig für dich ist und entscheide dich für dein magisches neues Leben. Ja, du entscheidest dich dafür, lieber Krebs. Das sehe ich ganz eindeutig. Ihr entscheidet euch immer mehr und mehr für etwas Neues, für ein Leben, ja, für etwas Sinnvollem. Und ich habe dir gesagt, durch die Zahl 5, die du hier in der Quersumme hast, das ist ja der Hierophant. Und auch da, das ist wirklich so dieses, ja, Sinn. Da geht es um Sinn, einen tieferen Sinn, um einen göttlichen Plan, wenn du es auch so möchtest. Und da habe ich das Gefühl, dass du diesen Weg hier auf jeden Fall gehst. Ganz authentisch. Ja. Natürlich ist in gewisser Weise Geduld erforderlich, ist klar. Aber hier sieht man auf jeden Fall die Acht der Emotionen. Du lässt ja etwas hinter dir, auch wenn es erstmal noch so ein kleines bisschen schmerzhaft ist, auch wenn es in gewisser Weise ein bisschen Kummer auslöst. Trotzdem, intuitiv weißt du ganz genau, okay, dieser Schritt ist nun wichtig für mich und das Ganze mit meinem Gegenüber oder der alte Job, das hat alles auch irgendwo keinen Sinn mehr. Oder auch irgendwelche alten Verhaltensweisen, irgendwelche alte Glaubenssätze vielleicht auch, ne? Der Hierophant ist ja auch die Energie von Glaubenssätzen, Glaubenssystemen. Ja, also hier sieht man bei dir, beruflich gesehen sieht es sehr, sehr gut aus. Da sehe ich auf jeden Fall Veränderungen bei vielen von euch. Beruflich gesehen viele Veränderungen. Es wird authentischer werden, weil du eben jetzt auch sagst, okay, ich verdiene Besseres, ich verdiene ebenfalls auch mehr und so weiter und so fort. Ja, also lieber Krebs, ich kann dir definitiv gratulieren. Ja. Und lieber Krebs, wenn dir das Video gefallen hat, ich würde mich auf jeden Fall über ein Like und ein Abo freuen. Und ich wünsche dir einen wunderschönen November und sage bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss.